In recent months, increased emphasis has been placed on establishing. Seit einigen Monaten wird vermehrt betont, dass echtes Wachstum in der Kirche dadurch erreicht wird, indem man es allen, die dazu bereit sind, ermöglicht, die errettenden heiligen Handlungen und Bündnisse zu empfangen und zu halten. Eine der wichtigsten und sinnvollsten Methoden, um echtes Wachstum zu erreichen, besteht darin, dass man denen, die nach der Taufe weniger aktiv werden und denen die Segnungen und die errettenden heiligen Handlungen fehlen, die rettende Hand entgegenstreckt. Ganz gleich, was unsere Berufung ist, Heimlehrer oder Besuchslehrerin, Sonntagsschullehrer, Bischof, Vater, Mutter oder Generalautorität, jeder kann sich auf sinnvolle Weise an diesen Bemühungen zur Rettung beteiligen. Schließlich haben wir alle die göttliche Berufung erhalten, unsere Familie, Nichtmitglieder, weniger Aktive und Sünder zu Christus zu bringen, damit sie die errettenden heiligen Handlungen empfangen. Als ich vor etwa 30 Jahren einer Pfarrpräsidentschaft angehörte, rief uns an einem Sonntagmorgen einer unserer treuen Bischöfe an. Er erklärte, seine Gemeinde sei so rasch gewachsen, dass er nicht mehr allen würdigen Mitgliedern eine sinnvolle Berufung geben könne. Er bat uns, die Gemeinde zu teilen. Während wir auf die Genehmigung dazu warteten, beschlossen wir als Pfarrpräsidentschaft, die Gemeinde zu besuchen und diese wunderbaren, würdigen Brüder und Schwestern als Pfarrmissionare zu berufen. Vielleicht die dritte Person, mit der ich sprach, war eine junge Studentin, die die Universität am Ort besuchte. Nachdem wir uns ein wenig unterhalten hatten, berief ich sie, als Missionarin zu dienen. Einige Augenblicke lang herrschte Stille. Dann fragte sie: Präsident, wissen Sie nicht, dass ich in der Kirche nicht aktiv bin? Nun war ich einen Augenblick still. Dann erwiderte ich: Nein, ich wusste nicht, dass Sie nicht aktiv sind. Sie erklärte: Ich bin seit Jahren nicht mehr aktiv in der Kirche. Dann meinte sie: Wissen Sie, dass es gar nicht so leicht ist, zurückzukommen, wenn man nicht aktiv gewesen ist? Ich sagte: Nein, Ihre Gemeinde beginnt um 9 Uhr. Sie kommen in die Kapelle und dann sind Sie bei uns. Sie antwortete: Nein, so einfach ist das nicht. Man macht sich viele Gedanken. Man fragt sich, ob man wohl begrüßt werden oder in den Versammlungen alleine sitzen und nicht beachtet werden wird. Und man macht sich Sorgen darum, ob man akzeptiert wird und wer die neuen Freunde sein werden. Die Tränen liefen ihr über die Wangen, als sie dann sagte: Ich weiß, dass meine Mutter und mein Vater seit Jahren darum beten, dass ich wieder in die Kirche zurückkomme. Nach einem weiteren Moment der Stille sagte sie: Seit 3 Monaten bete ich darum, dass ich den Mut, die Kraft und die Möglichkeit finde, wieder aktiv zu werden. Dann fragte sie: Präsident, denken Sie, dass die Berufung die Antwort auf diese Gebete sein könnte? Meine Augen wurden feucht, als ich erwiderte: Ich glaube, der Herr hat Ihre Gebete erhört. Sie nahm die Berufung nicht nur an, sondern wurde eine sehr gute Missionarin. Und ich bin sicher, dass nicht nur sie selbst darüber glücklich war, sondern auch ihre Eltern und vielleicht auch weitere Angehörige. Aus dieser und ähnlichen Unterredungen habe ich Verschiedenes gelernt. Ich habe gelernt, dass die Angehörigen von vielen weniger aktiven Mitgliedern den Herrn täglich auf Knien anflehen, bei der Rettung ihrer Lieben zu helfen. Ich habe gelernt, dass es für ein weniger aktives Mitglied gar nicht so leicht ist, einfach wieder unbeschwert zur Kirche zu gehen. Solche Mitglieder brauchen Hilfe, sie brauchen Unterstützung, sie brauchen Gemeinschaft. Aber ich habe auch gelernt, dass es weniger aktive Mitglieder gibt, die bereit sind und sich bemühen, wieder aktiv zu werden. Ich habe gelernt, dass viele weniger aktive Mitglieder Berufungen annehmen, wenn sie darum gebeten werden. Ich habe gelernt, dass ein weniger aktives Mitglied es verdient, als gleichwertig behandelt und als Sohn oder Tochter eines liebevollen Gottes angesehen zu werden. Im Laufe der Jahre habe ich mich gefragt, wie dieses Interview wohl verlaufen wäre, wenn ich die Schwester als weniger aktives Mitglied angesprochen hätte. Sie können selbst beurteilen, was vielleicht geschehen wäre. Aber seien Sie mir gegenüber auch nicht zu verurteilend. Die Reaktivierung ist schon immer ein wichtiger Teil im Werk des Herrn gewesen.
Während jedes Mitglied Verantwortung für diese Rettung trägt, obliegt es den Trägern des aaronischen und melchisedekischen Priestertums, in dieser Arbeit voranzugehen. Schließlich ist das der Zweck des Priestertums, alle Menschen zu den erhöhenden Bündnissen zu führen, die ihnen Frieden, Freude und ein Selbstwertgefühl schenken. Aus dem Buch Mormon wissen Sie sicher, was Alma der Jüngere machte, als er entdeckte, dass die Zoramiten von der Kirche abgefallen waren. Er stellte eine Mannschaft zusammen, um diese Menschen zu reaktivieren und zu retten. Als sie an diesen Auftrag herangingen, flehten sie den Herrn mit den folgenden Worten an: O Herr, wolltest du uns gewähren, dass wir Erfolg haben, sie in Christus wieder zu dir zu bringen? Siehe, O Herr, ihre Seele ist kostbar, und viele von ihnen sind unsere Brüder. Darum schenke uns, O Herr, Macht und Weisheit, dass wir diese unsere Brüder wiederum zu dir bringen können. Vor einigen Monaten kam nach einer Versammlung mit Neubekehrten und weniger aktiven sowie reaktivierten Mitgliedern ein Mann zu mir, der etwa in meinem Alter war und sagte: Ich war den größten Teil meines Lebens weniger aktiv. Ich fiel schon früh von der Kirche ab. Aber jetzt bin ich wieder ganz dabei und arbeite mit meiner Frau im Tempel. Um ihm zu zeigen, dass alles in Ordnung sei, antwortete ich etwas wie: Ende gut, alles gut. Er entgegnete: Nein, es ist nicht alles gut. Zwar bin ich wieder in der Kirche, aber ich habe alle meine Kinder und Enkel verloren. Und nun erlebe ich, wie meine Urenkel verloren gehen. Alle sind außerhalb der Kirche. Es ist nicht alles gut. In unserer Familie gibt es einen Vorfahren, der sich der Kirche in ihren Anfangstagen in Europa anschloss. Einer seiner Söhne wurde inaktiv. Meine Frau und ich haben uns bemüht, die inaktiven Nachkommen dieses Vorfahren zu finden. Meine Frau und ich kamen ohne Mühe zu dem Schluss, dass in diesen 6 Generationen realistisch geschätzt möglicherweise bis zu 3000 Familienmitglieder verloren gegangen sind. Übertragen Sie das nun auf 2 weitere Generationen oder mehr. Der Verlust könnte sich theoretisch auf 20.000 bis 30.000 Kinder unseres Vaters im Himmel erstrecken. Die Aufforderung zur Rettung basiert auf einer der grundlegendsten Lehren der Kirche. Denkt daran, die Seelen haben großen Wert in den Augen Gottes. Denn siehe, der Herr, euer Erlöser, erlitt den Tod im Fleische. Darum hat er die Schmerzen aller Menschen gelitten, damit alle Menschen umkehren und zu ihm kommen können. Und wenn es so ist, dass ihr alle eure Tage arbeitet, um dieses Volk zur Umkehr zu rufen und auch nur eine einzige Seele zu mir führt, wie groß wird eure Freude mit ihr im Reich meines Vaters sein? Ich habe im Laufe meines Lebens einige wenige aktive Mitglieder retten dürfen. Wenn ich jetzt jemandem helfe, in der Kirche wieder aktiv zu werden, stelle ich mir nicht eine einzelne Seele vor, sondern ich sehe 6, 7 oder mehr Generationen vor mir, tausende Seelen. Dann muss ich an die Schriftstelle denken: Und wenn ihr auch nur eine einzige Seele zu mir führt, wie groß wird eure Freude sein? Zu seinen Aposteln hat der Herr gesagt: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Es braucht nicht nur wenig Arbeiter zu sein. Wir haben überall in der Welt tausende fähiger, würdiger Priestertumsträger und Millionen engagierter Mitglieder. Wir haben funktionierende Gemeinderäte, Priestertumskollegien, Frauenhilfsvereinigungen und andere Organisationen, die alle den Auftrag zur Rettung haben. Seelen zu erretten ist das Werk, zu dem der Erretter uns alle aufgerufen hat. Ich habe vorhin auf das Gebet hingewiesen, das Alma und seine Gefährten sprachen, als sie sich zur Rettung der Zoramiten aufmachten. Während des Zweiten Weltkriegs befanden sich etwa 500 amerikanische Soldaten und Einwohner, die sie unterstützt hatten, in einem Gefangenenlager. Weil sie litten und man um ihre Sicherheit fürchtete, wurde eine Gruppe von ungefähr 100 freiwilligen Soldaten ausgewählt, um diese Gefangenen zu retten. Als das Freiwilligenkorps versammelt war, gab der befehlshabende Offizier in etwa folgende Anweisung:
Kommen Sie heute Abend mit Ihren religiösen Führern zusammen. Knien Sie nieder und schwören Sie Gott, dass Sie nicht einen dieser Männer noch einen Augenblick länger leiden lassen, solange Sie noch einen Atemzug in sich haben. Diese erfolgreiche Rettung war eine Rettung aus körperlichem und zeitlichem Leiden. Sollen wir weniger mutig bei unseren Bemühungen sein, diejenigen zu retten, die geistige und ewige Folgen erleiden könnten? Sollen wir uns dem Herrn gegenüber weniger verpflichten? Als Mitglieder der wahren und lebendigen Kirche Christi entspringt unsere Verpflichtung schlussendlich der Tatsache, dass der Herr für jeden Einzelnen von uns gelitten hat. Für das Nichtmitglied, das weniger aktive Mitglied, den Sünder und für jeden aus unserer eigenen Familie. Ich glaube, wir können Tausende zu der Freude, dem Frieden und dem Glück des Evangeliums bringen und Hunderttausende, sogar Millionen zu den ihnen nachfolgenden Generationen. Ich glaube, wir können Erfolg haben, weil dies die Kirche des Herrn ist und weil wir aufgrund unseres Priestertums und unserer Mitgliedschaft zum Erfolg berufen worden sind. Ich gebe Ihnen dieses Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.